mit den beiden Befehlen, wenn ich eine Nachricht empfange oder sende eine Nachricht, kannst du Nachrichten zwischen Figuren und auch zwischen der Bühne hin und her senden, damit diese miteinander interagieren oder aufeinander reagieren. Ich möchte zum Beispiel, dass mein kleines Quiz, was ich hier gemacht habe, reagiert. Das heißt, ich habe die Frage gestellt, welches Tier ist nachtaktiv? Und das ist natürlich hier klar, dass das die Fledermaus ist. Zunächst habe ich erstmal programmiert, dass wenn ich die Fledermaus anklicke, ein positives Geräusch kommt. Und jetzt möchte ich, dass das Huhn verschwindet. Das funktioniert folgendermaßen. Ich gebe der Fledermaus den Befehl, dass ich eine Nachricht sende, nämlich richtige Antwort. Und dann gehe ich zu der Henne oder zum Hahn und nehme den Befehl, wenn dieser Hahn die richtige Antwort empfangen hat, soll er sich verstecken. Und das probieren wir jetzt mal aus.